Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal begrüße ich meine Abonnenten von Deutschland. Man sieht hier die leeren Bäume hinter mir. Ich bin kurz nach Deutschland geflogen, weil meine Mutter nicht mehr lange zu leben hat und ich wollte mich von ihr verabschieden. Also sie ist jetzt seit einer Woche ungefähr nicht mehr und hat nicht mehr viele Tage. Und ich wollte genauso auch mit meinem Vater tun. Aber damals, als ich schon ein Flugticket hatte, von Teneriffa nach Deutschland zu fliegen, bevor mein Vater gestorben ist, da durfte ich nicht fliegen, weil ich diese Krankheit bekommen habe, mit der man nicht fliegen darf. Diesmal ist es anders gewesen. Also ich durfte kommen, meine Mutter lebt jetzt noch, aber seit einer Woche ist sie nicht mehr und wir sind jetzt alle Geschwister da, insgesamt fünf. Ich habe sogar einen Bruder in Australien, der auch gekommen ist. Und wenn einer von Australien kommt, warum nicht auch noch auch von Paraguay? Und alle anderen wohnen hier etwas näher, aber nicht so ganz nah. Wir haben eine Schwester, die sich um die Mutter kümmert. Also sie ist komplett pflegebedürftig und wir sind jetzt endlich alle zusammen. Aber ich wollte euch erzählen, eine ganz besondere Erfahrung, die ich gehabt habe, als ich in Deutschland angekommen bin. Und zwar, meine Geschwister hatten irgendwelche Gründe, warum sie mich nicht abholen konnten und ich habe diese Gründe verstanden. Und dann habe ich entschieden, dann komme ich halt mit dem Zug nach Hause vom Flughafen aus. Und siehe da, also da kam eine Familie von den Abonnenten, die meine Videos anschauen. Wir sind schon länger per Telegram in Verbindung. Sie haben entschieden, mich abzuholen vom Flughafen und auch nach Hause zu fahren. Also vom Flughafen bis da, wo meine Mutter wohnt, sind ungefähr 100 Kilometer oder so. Und so etwas ist mir noch nie im Leben passiert, dass mich Leute, die ich noch nie im Leben getroffen habe, mich abholen und mich nach Hause bringen. Aber es war schon eine Beziehung da. Also wir haben schon mal gesprochen, noch nie per Video, aber per Audio. Und wir haben viel Textmessages hin und her gesendet. Und ich habe ihnen geschrieben, ich komme nach Deutschland, wenn sie mich treffen wollen. So, ich habe ihnen nicht gesagt, dass sie mich abholen sollten vom Flughafen. Das war ihre Entscheidung und das fand ich sehr, sehr nett von ihnen. Der Mann musste von der Arbeit früher losgehen, damit er mich vom Flughafen abholen konnte. Wofür ich mich jetzt nochmal im Video bedanke. Sie wissen, wer Sie sind und Sie werden auch bald nach Paraguay kommen. Sie haben Ihre Flugtickets, Sie wollen auch meine Hilfe als Einwanderungshelfer. Und auch ein Grundstück, was ich anbiete, haben Sie gefunden, was Ihnen gefällt. Und so hilft man einander. Das ist sehr wichtig. Woher kommt das denn? Eigentlich von der Liebe, würde ich sagen. Deshalb möchte ich meinen Mitmenschen, egal wer sie sind und wo sie sich befinden, Liebe zeigen und aus Liebe alles tun, was ich tue. Und meine Kunden merken das. Vielleicht nicht alle, aber die meisten Kunden, die zu mir kommen, weil ich nicht lange in Paraguay wohne, inzwischen sind es schon 10 Monate, dass wir nach Paraguay ausgewandert sind. Hier in Deutschland bin ich aber nur 3 Tage. Dann fliege ich nach Teneriffa und dann nach Paraguay zurück. Und ich möchte das weitergeben. Wer liebt, wird auch Liebe zurückbekommen. Und inzwischen ist auch am ersten Tag, wo ich gelandet bin, ein schwieriger Fall gelöst worden bei Migrationes. Und zwar, ich bin schon fast 3 bis 3,5 Wochen dabei, dass wir den Antrag stellen für eine Person, die mit Visum nach Paraguay kommen musste. Also diese Person hat ein Visum gehabt und unter dem Visum stand geschrieben, ist nicht gültig, um die Aufenthaltserlaubnis in Paraguay zu beantragen. Und wir haben es trotzdem geschafft, dass diese Person an diesem Tag, wo ich in Deutschland gelandet bin, diesen Antrag gestellt hat. Das sind auch Dinge, die ich so mich so einsetze, dass sie gelöst werden. Sie werden bestimmt in einem Video darüber sprechen, dass man ein bisschen mehr Einzelheiten darüber gibt. Aber ich wollte sagen, ich
setze mich ein, dass alle meine Kunden ihre Dokumente bekommen und ihre einige schnell, je nachdem wie man entscheidet. Und das ist also meine Nachricht. Wenn jemand schon mal in seinem Leben vom Flughafen abgeholt wurde von Personen, die er nie im Leben getroffen hat, dann bitte schreibt in den Kommentaren. Für mich war das ganz etwas Besonderes und das zeigt, dass wir einander helfen. Also ich bin davon sehr begeistert, dass ich abgeholt wurde. Die haben mich nach Hause gefahren. Das war wirklich ganz was Besonderes. Das kommt also nur aus wahrer Liebe. Und ich möchte natürlich vielen Menschen helfen, dass sie auch ihre Probleme lösen. Deshalb bitte ich weiter diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, das zu tun. Ich werde jede Woche neue Videos machen. Und jetzt mache ich auch in anderen Sprachen. Gut, ich habe auf Rumänisch schon lange gemacht, aber jetzt die anderen zwei auch dazu. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten, bei allen Zuschauern, bei den Kommentaren und bei allem, was sie tun. Ich werde denjenigen, die meinen Service und meine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, helfen, dass sie ihre Probleme lösen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche allen ein besseres Leben.